Dieses Video entstand mit Unterstützung von MiracleGames.de, dem Magic Online Shop für Einzelkarten, Booster, Decks und Zubehör. Ja Leute, da sind wir wieder. Gemeinsam mit Miracle Games stellen wir euch das letzte Intro Pack vor. Und zwar das Monoblaue, und zwar verzerrte Realität. Und ich mache das auf und Bernie sagt euch wie immer, was euch in diesem Intro-Pack alles erwartet. Genau, ja, wie immer ist das natürlich bei Miracle Games zu beziehen. Danke nochmal auch von meiner Seite her. Es ist monoblau, aber natürlich mit dem Waste gebündelt, das heißt farblose. Es spielt sage und schreibe 29 Kreaturen, 5 Spells und der Rest 26 Länder. Jetzt bin ich mal echt selber gespannt, was das bringt. Ja, sind wie immer 2 Booster dabei. Die werden wir wieder nach dem kleinen Deck-View wieder gemeinsam öffnen, um zu schauen, wie man das Deck aufwerten kann. Nehmen wir mit dabei 2 Booster? Genau, sagte ich gerade. Ah, okay. Hab nicht aufgepasst, sorry. Du warst so vertieft beim Auspacken. Sehr schön, das ist wie Weihnachten. Ja, das ist ja, glaube ich, eins von den wenigsten, wo halt wirklich so ein bisschen einfärbig gespielt wird. Aber es ist ja die neue farblose Mana genau. dabei und da es ja das oben nicht abgebildet gibt, genau. ist nur blau abgebildet. Schaut es mal als Monoblue aus, genau. Ja, kurz zu den Ländern, wie gesagt, verheerender Katarakt, hier für ein farbloses Mana, welches wirklich, wir haben da eine Karte, auch wirklich dieses farblose darstellt, ja, auch wenn es nicht so gedruckt ist, wohlgemerkt kann man hier farbloses Mana generieren. Für 6 Mana, ein blaues, können wir es opfern und ziehen 2 Karten. Einmal sich entfaltende Wildnis und hier die Ödnisse in Standard, also nicht Full Art. Und dann natürlich viele Basics, also blaue halt. Ja? Gut. Gehen wir zu den Kreaturen. Wir haben hier viele Kreaturen, da bin ich ja schon mal gespannt. Zuerst natürlich wie gewohnt die Rare in Foil gehalten. Der Unterwasser-Lauer-Rare für 6 Mana 4-4, Fahl. Also ich glaube, dass wir hier viel Fahl spielen. Wir wissen ja, was das schon heißt. Immer wenn eine Kreatur, die wir eben kontrollieren, einen Spieler Kampfschaden zufügt, können wir eine Karte ziehen. Und für 4 Mana, einmal mit Wastes, können wir eine Kreatur unserer Wahl eben in diesem Zug, kann nicht geblockt werden, also unblockbar machen für 4 Mana. Geile Karte. Dann haben wir der Endlose für X Mana Kosten, also da können wir Farben verwenden, was wir wollen. Und der kommt mit X plus 1 Mana ins Spiel. Gut, die Strategie lässt sich jetzt hier nicht wirklich erraten, aber doch auch irgendwie schon. Klar, wir wollen wahrscheinlich den Gegner überrennen, unblockbare Kreaturen rauspushen und das Ganze möglichst mit viel Nebeneffekten von den Wastes, aber deswegen kann ich hier noch nicht wirklich eine Strategie erörtern, das müssen wir erst mal alle Karten anschauen. Gut, dann fangen wir hier an mit den One-Drops, und zwar Prophet der Verzerrung für ein Mana. Eben immer Fall, sage ich gar nicht mehr dazu, wir können eine Karte nachziehen für 4 Mana, super, auch im Late-Game. Bergungsdrohne jetzt. Zweimal drin, die eben Zern hat, das heißt, wir schicken eine Karte von der Bibliothek ins Exil des Gegners, wenn er Schaden zufügt. Und wenn er stirbt, können wir eine Karte ziehen und dann müssen wir aber eine Karte abwerfen. Blendende Drohne hier, dreimal drin, auch wieder eine Falle, wo wir eine Kreatur für ein Waste tappen können, somit wieder durchdringen können. Dann haben wir den Nebel-Eindringling für 2 Mana 1-2 fliegend, auch wieder Zern, dreimal drin. Gezeitentreiber hier für 2 Mana 0,5, wo andere farblose Kreaturen eben 0,1 kriegen, also hinten eine 1. Die Erschließerdrohne für 3 Mana, wir können mit der unser Mana generieren, dürfen es aber nur für farblose Zaubersprüche wirken. Haben wir hier 2 dreimal drin. Die Eldrazi Himmelsbrüter für 3 Mana 2,1 ist fliegend. Wenn er ein Spiel kommt, bringen wir sogar noch einen farblosen Eldrazi Brut, Kreaturen spielst du im Spiel hier zweimal drin, Anführer des Untergangs, 3 Mana 3,2 mit Zern wieder, alle anderen Kreaturen kriegen plus 1 plus 0, die farblos sind, Gravitations-Dementor für 4 Mana 2,3 fliegend und auch wieder Fall. Wenn ihr angreift, können wir ein Waste zahlen, dann kriegt eine andere Kreatur noch Flugfähigkeit, hier zweimal drin, Trüblis, Schreiter für 4 Mana, wieder eine fahle Kreatur, wenn sie ins Spiel kommt, können wir eine Karte ziehen, die ein Gegner besitzt, ja, und die Gegner müssen jetzt aus dem Exil ins Friedhof wieder zurückbringen. Also das heißt, das synergiert hier irrsinnig gut mit den ganzen Zerren-Kreaturen. Habe ich jetzt gerade nicht gefunden. Und dann können wir eine Kreatur wieder zurückschicken auf die Hand, also wegbouncen. Zweimal drin, Ernte der Gedanken für 4 Mana 2,4 fliegend. Auch wieder Fall. Und hier, wenn wir einen farblosen Zauberspruch sprechen,
dann schicken wir wieder eine Karte ins Exil, was wiederum synergiert mit dieser Geschichte hier. Dann haben wir Kosilex Wegbereiter für 5 Mana, generiert ja 2 farblose Mana für 4/4. Zweimal drin, also so ein bisschen ein Push auch. Dann haben wir Schreiter der Ödnis hier, zweimal drin für 5 Mana, wieder 4/4. Und der kriegt +1/+1 für jedes Land namens Ödnis, das wir kontrollieren. Und er hat eben Trampelschaden, ist wirklich keine schlechte Karte. Kosilex Fährtensucker 6 Mana, 5/5. Und hier können wir wiederum ein Waste ausgeben, dann kann er von einer Kreatur nicht geblockt werden in unserem Zug. Das heißt, wir können das auch mehrmals aktivieren, bitte, und somit ihn unblockbar machen, ja? Wenn, außer er hat so viele Kreaturen draußen, der Gegner. Und dann haben wir einmal Unheil von Balaget für 7 Mana, 7/5. Wenn er angreift, schickt der Verteidigungsspieler 2 bleibende Karten, die er kontrolliert, ins Exil. Somit können wir wieder was zurückschicken, nur so viel ist nichts mit zurückschicken. Schauen wir nochmal, was hier Spells sind, sind nicht viele. Da haben wir die Raumverzerrung für 2 Mana, eine Kreatur kriegt +3/-3 bis zum Ende des Zuges. Zweimal drin, dann haben wir Präsenz der Titanen für 3 Mana. Da müssen wir eine Kreaturenkarte aus unserer Hand offen vorzeigen, sie muss farblos sein. Und dann können wir eine Kreatur ins Exil schicken, dessen Stärke kleiner oder gleich der Stärke der vorher gezeigten Karte ist. Widrige Umstände, hier tappen wir einfach 2 Kreaturen unserer Wahl und diese enttappen dann nicht und bringen noch dazu eine kleine Kreatur, eine Entrasebrut aufs Spielfeld, wo wir opfern können zum Mana generieren. Und dann haben wir für 7 Mana eine Existenzauslöschung, wo wir irgendeine Karte, auch Länder, unserer Wahl ins Exil schicken können. Gut, das heißt, das Ganze baut wirklich auf Agro-Richtung auf und einfach nur mit den Kreaturen. Und hat wenig Support-Spells, ja, ist ein bisschen schwierig, aber ich würde jetzt mal sagen, der Unterwasserlauer ist super, da er einfach mit 4 Mana im Late-Game Kreaturen unblockbar macht. Ich würde den auf alle Fälle 2-mal reinbauen, bei 6 Mana müssten wir aber auch schauen, dass wir nicht zu viele einbauen, wir haben recht teure Spells drin. Der Endlose, den kann man ruhig hier als Playset spielen, wenn der drin ist, weil den kann man günstig spielen, aber auch später spielen. Das heißt, wir haben auf alle Fälle eine Kreatur, die günstig sein kann, aber auch teuer. Prophet der Verzerrung, der ist auch nicht schlecht, da er eben erstens schnell draußen ist und später für 4 Mana können wir Karten ziehen, kann man bis zu 3-mal, glaube ich, spielen, 4-mal ist übertrieben, da ist besser, wenn wir die Bergungsdrohne im Playset spielen, da wir einfach Karten ziehen können und notfalls abwerfen, was uns nicht so wirklich wehtut bei so vielen Kreaturen. Die blendende Drohne, ja, sie ist zum Wegtappen ganz okay, man kann sie erstens mal drin lassen. Ich würde aber sogar, weil der Zern hat, den Nebeleindringling im Playset spielen, der ist eh schon 3-mal drin, weil er einfach fliegend ist, günstig ist und den Gegner einfach nervt. Den Gezeitentreiber, den würde ich aber raushauen, wir brauchen keinen Blocker, wir wollen Agro spielen, das heißt, wir schauen eher, dass wir pushen können. Ja, hier diese Erschließerdrohne, die überzeugt mich meiner Meinung nach nicht so, das ist zwar ein bisschen beschleuniger, aber da gibt es bessere, die würde ich raushauen, da ist besser eben ihn ein paar Mal mehr zu spielen, weil er uns einfach wirklich Kreaturen zum Opfern gibt. Genauso wie den Anführer des Untergangs auf alle Fälle hier erhöhen auf 3-4 Mal, da er unsere ganzen farblosen Kreaturen einfach pusht vorne und das tut schon weh. Hier, den könnte man durchaus 3-mal spielen, weil für 4 Mana ist er leicht spielbar und wir können jederzeit, wenn er angreift, da er fliegend ist, tut er das meistens, ein Mana zahlen und noch eine Kreatur Flugfähigkeit geben. Somit brauchen wir nicht unblockbar machen und so weiter. Und der Typis, der Trübnisschreiter, den würde ich hier eigentlich, wenn ich ehrlich bin, raushauen. Ja. Ich würde auf das verzichten, dass wir die ins Exil geschickten Karten wieder zurückschicken auf dem Friedhof, sondern eher mehr auf Agro bleiben. Den Ernte der Gedanken, weiß gar nicht, mal schauen. Na, also den würde ich auch raushauen, gut, ganz ehrlich. Da baue ich lieber ihn ein paar Mal mehr ein, damit ich hier einfach Mana generieren kann, um auch die Träumenspells zu sprechen. Genauso wie ihn kann man ruhig auf 3-mal aufstocken, für 5 Mana ist er okay. Vor allem, wenn wir mehr Ödnisse kontrollieren, ist er eigentlich ja stärker. Und er wird ja, das muss man noch dazu sagen, weil er farblos, also nee, er ist nicht farblos, Entschuldigung, er wird nicht stärker. Ja. Der ist okay für einen One-Drop, den können wir auch ruhig 2-mal auch spielen maximal und den würde ich eher nur auf 1-mal belassen, sonst nicht mehr erhöhen. Bei den Zaubersprüchen, ja, das ist jetzt natürlich schwierig, weil eh nicht viel da ist, wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich hier generell auch gar nicht viel verändern. Ich
Ich weiß gar nicht, ob die wirklich viel bringen da drin. Die ist okay, wenn man zerstören hat, hier lieber auf 2-3 Mal aufstocken. Dafür die eher wegtun. Das Wegtappen bringt uns nicht viel, das bringt uns nur Zeit. Die würde ich als One-Off nur drin lassen, aber auf keinen Fall erhöhen. Jo. Generell Strategie, klar, wir wollen einfach schnell zehren, wir wollen viele farblose Kreaturen rausbringen und ich glaube, das schafft das Deck auch, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ist halt von der Strategie her recht simpel gehalten. Packen wir mal da aus und schauen wir mal. Erinnert mich ein bisschen wieder an Battle of Zeneca, dieser Schwarminstinkt, genau, was er gegeben hat. Das war ja auch so heftig von Yeldrazis. Richtig, ja. Aber ich glaube, dass das nicht so stark ist wie das von Battle for Zendika, wenn ich ehrlich bin. Ja. Gut, wir gehen hier und schauen einfach auf blaue Spells oder farblose Spells. Ja. Kann man ruhig einbauen, weil es eben Wastes erhöht. So. Kann man theoretisch einbauen, damit man pusht, aber brauchen wir es nicht. Die Erschließertone habe ich ja gesagt, dass ich hier rausborden würde. Ja, das bringt eigentlich nichts, das Kartenziehen, das bringt auch nichts, auch nichts. Zersplittern die Leere, ja. Den kann man ruhig einbauen als zum Neutralisieren. Das ist okay, wenn man neutralisieren möchte. Aber passt eigentlich auch nicht zur Aggro-Richtung. Dann haben wir hier den Dimensionswechsler. Er ist Falle, er hat Aufblitzen, er ist Fliegen, 2-1. Und wir können eben für 2 Mana die oberste Karte der Bibliothek ins Exil schicken vom Gegner. Falls es eine Länderkarte ist, können wir... kann wir den Dimensionswechsel auf die Hand seines Besitzers zurückbringen. Ja? Also man kann ihn schützen im Endeffekt. Man kann das jederzeit aktivieren und hoffen, dass man ihn schützt. Kann man durchaus hier einbauen. Günstig für 2 Mana. Passt ja nicht ganz gut. So, so, hier. Oh, ist eine Foil. Hm? Keine Ahnung, da schauen wir später. Okay, ja, ein bisschen verwirrend. Ja, wir suchen wieder blau. Ja, schau, hier haben wir 4 Mana, eine Wachsamkeit und erhöht. Kann man hier einbauen als Ramp für 4 Mana, ist super, weil er einfach wieder Mana generieren kann. Kann man durchaus einbauen. Ja, die bringt nichts. Super Karte, aber hier passt sie halt nicht. Raumverzerrung, ja, haben wir hier drin. Kann man einbauen, wenn man es wirklich brauchen kann, weil es auch ein Removal sein kann. Also kann man durchaus einbauen. Genauso wie Trümmerfeld vom Seedor, die Rare, wo wir eben Wastes generieren und wir können sogar eine Karte ziehen. Aber nur halt, falls wir keine Landkarte haben. Und dann haben wir hier den Kotzlex Kreischer, der in Foil hier ist, aber passt hier halt nicht ins Deckkonzept. Ja, Leute, das war's wirklich von diesen Dingen. Also war nicht viel dabei, was man jetzt aufwerten könnte. Aber generell bin ich echt gespannt, wie sich auch dieses Deck schlagen wird. Noch bin ich nicht so überzeugt. Ja, wie immer, würde uns freuen, wenn ihr das Video von uns bewerten würdet mit einem Däumchen. Schreibt fleißig Kommentare, wie ihr das Intro-Pack findet. Vielleicht diskutieren wir ein bisschen darüber, welche Stärke ist das von Battle of Zeneca oder das von Oath of the Gatewatch. Würde uns selber interessieren. Freut uns immer, wenn wir mit euch ein bisschen diskutieren können. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns von den Unboxing-Videos. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.